Und wir sind zurück auf der Kolonie von Masara, 14.36 Uhr. Einsatzgespräch mit Jimmy bestimmt. Und wieder ein kleines Video mit einer Fliege. Da schmeckt's doch gleich viel besser. Ja, Jimmy, was ist los? Du wirkst noch nicht so begeistert. Aber jetzt kriegst du doch Hilfe. Für den meistgesuchten Mann im Sektor bist du nicht wirklich schwer zu finden. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Unser Jimmy Rayner, der Held des kleinen Mannes. Tychus Findlay. Tychus. Schicker Anzug. Sicher ist sicher. Hörte, du wärst auf Eis gelegt. Lebenslänglich. Hat man dich wegen guter Führung rausgelassen? Darauf kannst du einen lassen. Ich bin jetzt ein Musterbürger. Was verschafft mir denn das Vergnügen? Ich wollte dir nur ein Geschäft vorschlagen. Hast du dich schon mal gefragt, was die Liga hier draußen treibt? Du wirst es mir bestimmt gleich erzählen. Die buddeln nach Alien-Artefakten, Kumpel. Dein Freund Mengst ist total scharf auf die Dinger. Aber ich habe da einen Kontakt, der für jedes Teil, das wir aus den Händen der Liga befreien, ordentlich was springen lässt. Da kann ich dann ja wohl schlecht Nein sagen, nicht wahr, Tychus? Alles klar, Partner. 60-40. 70-30. Für mich. Fühlt sich fast schon wie früher an. Wie in alten Zeiten. Ja, wie früher, damals. So, mal gucken, was die nächste Mission ist. Jetzt können wir erstmal ein bisschen Nachrichten noch gucken. Sonderbericht, Familie Live. Liebe Merlin und wir senden live aus unserem Studio auf Korall. Wir haben eine brandaktuelle Eilmeldung für Sie. Schalten wir nun zu unserer Reporterin Kate Lockwell auf die Grenzwelt Masara. Kate? Danke, Donny. Der Rebell Jim Rayner hat sich mit einem Knall zurückgemeldet. Ja, das haben wir wohl. Er hat ein Depot der Liga in der Nähe der Backwater Station angegriffen, die dort gelagerten Waffen entwendet und an die örtliche Bevölkerung verteilt. Kate, ich gehe davon aus, dass es die Bevölkerung ziemlich nervös macht, einen berüchtigten Verbrecher in ihrer Nachbarschaft zu haben. Sollte es, sollte es. So, genug geguckt. Das gibt's hier noch Schönes. Kerrigan. Die gute Kerrigan. Sarah. Jims Geliebte oder... Ja, doch, Jim liebt sie. Ich will ja nicht neugierig sein, aber wie bist du da rausgekommen? Naja, ich bin aus dem Kryoteil ausgebrochen, als sie mich nach Neuforsom bringen wollten. Ich habe bestimmt ein Dutzend von denen mit bloßen Händen kalt gemacht. Ja, ja, den kenne ich schon. Du hast aber den Teil vergessen, wo du übers Wasser gegangen und mit der Tochter des Gefängnisdirektors durchgebrannt bist. Werd bloß nicht frech, Junge. Ich hab so einiges darüber gehört, was du für ein super toller Freiheitskämpfer geworden bist, während ich weg war. Was ist passiert, Jimmy? Ist dir etwa der Krieg für Wahrheit und Gerechtigkeit zu Kopf gestiegen? Ich hab zwar schon etwas Intus, Tychus, aber eins verspreche ich dir. Mengsk wird untergehen. So oder so. So, Missionskoffer. Gegenstände, Steuerung kennen wir schon, Tutorials kennen wir schon. Ich will ja nicht neu. Nein, hatte ich doch schon. Wollte ich doch gar nicht anklicken. Missionen. Dann gucken wir uns mal die nächste Mission an. Wollten Sie das Zelnagan-Fakt? 45.000 Credits auf brutal. Los geht's. Dieser alte Außenposten sieht nicht gerade nach was Besonderem aus.
Immer mit der Ruhe, mein Junge. Die Liga-Ingenieure sind hier nicht umsonst schon seit Monaten jetzt am Kran. Haben wir Heile dabei noch? Ist er immer frei? Siehst du diesen Kran? Sie wollen das Artefakt, das sie gefunden haben, von diesem Planeten wegschaffen. Da brat mir doch einer einen Zergling. Siehst du? Du musst manchmal ein bisschen mehr Vertrauen haben, Jimmy. Hab Vertrauen, Jimmy. Ach, verpassen wir der Liga mal einen Weckruf. Machen wir die Basis zu Kleinholz und holen das Ding da raus. So, und auf geht's. Ich weiß gar nicht, ob ich mir die Erfolge gleich vorher angucken kann, damit ich sehe, was ich machen muss, dass ich gleich alle drei Erfolge bekomme. Wie gesagt, pro Map oder pro Mission gibt es drei Erfolge. Kann ich mir das hier angucken mit Escape? Escape geht gar nicht, Erfolge. Masara, die habe ich eigentlich alle schon, wie es aussieht. Dann geht's hier los. Hier auf die 1, auf die 2. Was brauchen wir dafür? Ein Techlab. Wir brauchen viel mehr Space Marines, bevor wir den Liga ausbauen. Ja, nee, sowieso. Können. Brauchen wir viel mehr Sie WBFs. Werden in der Kaserne ausgebildet. Wo wir schon dabei sind, mit mehr WBFs können wir die Mineralien schneller einsammeln. Das stimmt. WBFs stimmt. Werden in der Kommandozentrale ausgebildet. So, hier ist noch kein Klick drauf. WBFs, ja, weiß ich doch. Brauche ich kein. So, nehmen wir gleich noch Gas dazu. Nicht genügend. Wir haben noch Marine dabei. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend. Weil die Schleife muss ja nicht so voll sein. Können wir noch ein paar Marines bauen. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. So, ein Depot als nächstes. Ja, ja. Juhu. Du kannst hier noch mit rein. Du kannst hier mit rein. Nicht genügend Mineralien. Du setzt ein Depot. Benötige weitere Depots. Nicht genügend Mineralien. So, dann können wir mal als nächstes eine Barrack noch bauen. Darf sonst noch was sein? Denn mehr Barracks sind immer besser. Aha. Ist ja nicht mein Geld. Und dann eigentlich schon wieder fast ein Depot. Aha. Ja. So. Nicht genügend Mineralien. Barrack kommt. Du wieder dahin und danach du dahin. Nicht genügend Mineralien. Mehr WBFs. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Noch ein WBF mehr. Nicht genügend Mineralien. Na los, komm. Nicht genügend. WBF Einsatz. Und natürlich noch eine Marine mehr. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend. Kann's kaum noch erwarten. So, eine paar haben wir schon. Ein bisschen splitten. WBFs kommen noch. Mineralien. Bevor wir nicht hier 24 dran haben, brauchen wir auch gar nicht anzugreifen. Mineralien. Nicht genügend. Oder irgendwas zu machen. So, du kannst dann gleich noch ein neues Depot bauen. So, wir sollten auf jeden Fall dann ein Tech-Lab dran setzen. Nicht genügend Mineralien. Dass wir gleich ein paar Docks haben. Ein paar Sanitäter. Nicht genügend Mineralien. Damit wir nicht so viele Jungs verlieren, wenn sie angreifen. Und ein Dock, bitte. Und dann bitte gleich noch ein Dock. Und ein paar Marines. Und weitere. BBS. So, du kannst gleich wieder ein Depot bauen. Das Sunny ist da. Sehr gut. Sanitäto, jawohl, nicht wissen wir doch. Heil meine Jungs. Nicht genügend Mineralien. Mit Energie. Nicht genügend Mineralien. Der Onkel Doc nicht ist da. Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht dann brauchen wir schon was wieder im Depot. Was nicht passt, wird oh, mal hier hinten ein paar. Nicht, dass sie mir vorne weggeschossen werden. Nicht genügend Mineralien. So, WBFs kommen, können wir noch eine neue Barrack bauen. Und damit vier Barracks können wir eigentlich pushen. Oder sozusagen die Mission endlich richtig starten. So, noch ein paar davon. Du kannst gleich noch ein neues Depot bauen. Hier kann ich nicht bauen. Nicht genügend Mineralien. So, wenn du fertig bist, gehst du nach da. Nicht genügend. Ihr baut noch ein paar Marines. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend mehr Mineralien. Der kostet 75, wurde auch teuer. Mineralien. Ich
kann man dann nicht später noch upgraden Medaillen. Und nicht verschiedene Sachen ausrüsten mit den Credits, die man bekommt. BBF ich kann ja wieder eine nächste Buh bauen. Ja, die Post brauchen ja echt so viele. Naja, ich habe Heilung. Da sterben nicht so viele mehr bei mir. Das hält uns die Liga vom Hals. Diese Leute brauchen unsere Hilfe, Tychus. Wir werden sie auf keinen Fall ihrem Schicksal überlassen. So, noch ein Depot wäre am besten. Nicht genügend Mineralien. Was nicht passt, wird passend gemacht. Nicht genügend Marines. Mehr Marines. Marines, Marines, Marines. Nicht Erweiterung fertiggestellt. Nicht genügend Mineralien. Retten Sie die Rebellen, das machen wir nebenbei auch noch. Mineralien. Wir brauchen noch ein paar Heiler mehr. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Und dann noch wieder ein Depot. Nicht und noch mehr Marines. Nicht genügend Mineralien. Losgeladen und eigentlich nur eine Barracks, dort noch viel zu lang. Ist ja nicht mein Geld. Nehmen wir doch nicht vier Barracks. Danach dahin, du brauchst danach noch ein Depot. Nicht genügend Mineralien. Und dann noch ein Depot. Können wir schon mal tun. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Weil die Depots sind immer noch voll. Die Barracks. Nicht genügend Mineralien. So, hier die WBFs. Nehmen wir noch ein paar mehr. Dann kannst du dann noch eins tun. Und wir gucken mal vor. Ach, Ressourcen gibt's hier auch noch. Ja, dann muss ich ja noch mehr bauen hier. Ich habe viel zu viel Gas. So, Rebellen retten. Rebellen abschau. Und mehr Marines bauen. Nicht genügend Mineralien. Kommt noch was? Bereit machen, Jungs! Sind wir froh, euch zu sehen. Wir sind auf eurer Seite. Sagt einfach, wo wir uns aufstellen sollen. Willkommen an Bord, Jungs. Losgeladen und entsicher. So, mehr Marines, oder kommen wir schon wieder? Es sind Rainers, Jungs! Wird gemacht! Ich kümmere... Nicht oh, wir brauchen mehr Depots. Nicht genügend Mineralien. Und da geht oh, die Stimme gerade weg, ey, was ist denn jetzt los? Bereit machen, Jungs. Geht klar. Ei, ei, Sir. So, gibt's da noch irgendwas zum Suchen? Ja, da nicht? Sind ein paar. Roger. Warte ich auf meine ganzen Jungs. Na, guck mal vor. Hier komm ich. Seht hier. Und wir wollen noch mehr, aber. Und noch mehr. Was nicht passt, wird passt. Und da noch, da noch, da noch. Und ein paar Barracks dazu. Kann ich nicht. Brücke ist hinüber, also können wir hier lang. Wahnsinn. Können wir erstmal da bleiben. Bauen wir noch ein paar Barracks. Die bösen Jungs sind da runter. Wird gemacht. Kommt noch was? Warnung, Hellions der Liga nähern sich. So, kurz heilen lassen. Noch mehr Marines dazu. Kann man Upgrades nehmen? Die Upgrades gibt es hier noch nicht. Okay. Ihr könnt alle mal runter. So, geheilt. Losgeladen und entsichert. Diesen Bunker auszuräuchern war saubere Arbeit, Jimmy. Deine Jungs gepaart mit meinen Fähigkeiten. Unschlagbar. Ja, die Schleifen sind alle voll. Ich brauche noch mehr Barracks. Losgeladen und entsichert. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. So. Nicht genügend Mineralien. Dann gucken wir mal weiter. Mineralienfeld erschöpft. Kannst kaum noch erwarten. Jetzt
Ben ist im Panzer. Dann haben wir schnell den Panzer stürmen, wo er noch mehr wegballert. So, dann haben wir doch schon mal fast alles hier eingenommen. Nicht genügend Mineralien. Brauchen wir Minerals. Sehr gut. Ohne ihre Kaserne und die Fabrik müssen wir nur noch die letzten Nachzügler erledigen und dann heißt es ab nach Hause. So, und damit würde ich sagen, haben wir die Mission auch geschafft. Zellenlagerrelikt gesichert. Zugriff auf Krankontrolle. Dechiffriere Sicherheitssystem zur Überbrückung. Krankontrolle übernommen. Einwandfrei. Sehr schön. Dann lasst uns das Ding mal an Land ziehen und dann nichts wie weg hier. Und es gibt schön Credits. Und auch alle drei Erfolge bekommen. Sehr gut, und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, euer Rob.